Niemand hat hier Schuld. Romane zu schreiben war schon lange mein Hobby. Ich hab's geliebt. Suzuka hat mir nur eine andere Welt gezeigt. Mimi. Alles, was ich getan habe, war nur, dass ich meine Seele der Boys Love Welt gegeben habe. Ich bin so glücklich. Komm zu uns zurück, Mimi! Inzwischen bekomme ich schon Herzklopfen, wenn ich nur zwei Männer nebeneinander gehen sehe. Das macht mich ganz wuschig. Wir haben sie verloren. Naja, so ticken Yaoi-Fans nun mal. Neuerdings kann ich einfach nicht aufhören, mir Shiro und Issei in schlüpfrigen Situationen vorzustellen. Bis jetzt habe ich 12 Geschichten von den beiden geschrieben. Was? Sollen wir etwa mit diesen ramponierten Schlägern antreten? Was ist denn so schlimm an diesen abgenutzten Schlägern? Du bist noch lange nicht gut genug, als dass die Qualität der Schläger einen Unterschied machen würde. Ich verstehe dich nicht. Wieso legst du mir ständig Steine in den Weg? Hast du mich denn so sehr? Ich wünschte, ich könnte dich hassen. Das will aber nicht in mein Schädel rein! Haltet euren Rand, ihr Rotzlöffel! Ruhe! Sorry, Schwester. Hört auf, hier rumzuschnattern wie die Gänse. Das ist also Ihre Schwester? Sie ist eine Göttin, bitte, was? Was ist das für ein Gefühl? Wie ein bodenloser Abgrund. Wow, dann spürst du die verdorbene Aura meiner Schwester ebenfalls, Kuro? Sie bewegt sich in ganz anderen Sphären als wir. Sie ist eine höhere Spezies, eine Kifujin. Könnt ihr aufhören, Begriffe zu nutzen, die ich nicht kapiere? Meine Fresse. Ihr habt mich bei meinem Zeugespanner-Rollenspiel gestört, während ich mir eine Voice-Love-Drama-CD angehört habe! Wo bin ich hier nur gelandet?